Einen wunderschönen guten Tag gewünscht. Ich hoffe, euch geht's gut. Habt euch was zu essen geholt? Schaut ihr den Part mal nebenbei? Guckt einfach mal rein oder erwartet ihr voller Spannung heute das Sinnoh Arena Leiter Turnier beim Pokémon World Tournament? Die anderen haben wir in den letzten zwei Parts alle schon gemeistert. Souveräner, als ich jemals erträumt hätte. Und mal sehen, wie es wird gegen die Arena Leiter aus Pokémon Diamant, Perl und Platin. Wir bleiben bei unseren Haudegen. Flambirex, Trikefalo, Entoron, bewährt, unsere besten Pferde im Stall. Ah, bevor es losgeht, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Wenn du alle Arenaleiter-Turniere gewonnen hast, dann kannst du am überregionalen Arenaleiter-Turnier und am Expertentypen-Turnier teilnehmen. So, deine Anmeldung ist abgeschlossen. Hier entlang, bitte. Expert, das geht um eine Elementklasse oder so. Müssen wir dann nur mal gucken. Sinnoh Arena Leiter Turnier. Also es geht gegen Silvana, Käfer, das wird schon wieder geschenkt sein. Fight, Gestein gegen Lamina, das war Psycho. Marinos, Wasser gegen Elektro. Adam, Boden gegen Frieda, Eis. Er hat ja nichts zu bedeuten. Wer gewinnt, ist ja eh random. Das ist einfach nur Zufall. Aber Runde 1 habe ich gute Karten, möchte ich mal sagen. Dann los. Ich mag ja die Sinnoh-Region. Die Meisterin der Pflanze, nicht Käfer. Hier kommt Silvana mit dem grünen Daumen. Was hat die denn nochmal gehabt für Pokémon? Runde 1, Silvana gegen Markus. Ja, ich habe das Gefühl, wir werden viel Spaß haben. Auf in den Kampf. Das machen wir. Ah, auch schöne Retro-Mucke. Für mich ist Diamant-Perl immer noch Retro, ne? Das war vor meiner Let's Play-Zeit. Knapp, aber es war so. Ja, Roserade. Na dann. Es ist halt auch immer random, welche Gegner man zugelost bekommt, möchte ich erwähnen. Ah, macht Sonntag. Das ist ja nett von dir. Damit Solarstahl sofort treffen kann, ne? Aber auch vor allen Dingen macht es Feuerattacken stärker. Also ich weiß nicht, ob das so klug war. Wenn du hier mit Pflanzen-Pokémon kommst, aber... Ja gut, wie groß muss das Glück sein, wirklich sicher zu gehen, dass der Gegner mit Feuer beginnt? Erdbeben kann mich allerdings durchaus wegnocken. Ich glaube, es ist auch nur dem Sonntag zu verdanken gewesen, dass ich mit Flammenwurf Tangolos jetzt one-hitten konnte. Jetzt will ich jetzt nichts sagen, ne? Aber ich habe mir ausgefeilte Techniken erwartet. In diesem Ding. Und jetzt kommt er eben mit Laubklinge. Also ich sag's mal, wie es ist, ne? Koakobeere zum Trotz. Silvana hat ordentlich reingeschissen. Man darf es sagen, wenn es so ist. Dabei hatte ich meine Pflanzen-Pokémon doch so prächtig großgezogen. Respekt, dass sie Flambirex überhaupt so viel Schaden zugefügt hat. Runde 1 geht an Markus. Also ein Trainer muss immer und überall nach Stärke streben, oder nicht? Denn wenn er die Niederlage verschuldet, was sollen dann seine Pokémon denken? Achso, und wie angekündigt, ich würde gerne das überregionale Pokémon-Turnier, Arena-Leiter-Turnier, mit Doppelkämpfen beschreiten. Ich glaube, das ist was bringt. Fight gegen Lamina. Das war ein Aufeinanderprallen zweier Egos. Doch der Sieger lautet Lamina. Das war Psycho, ne? Silvana gegen Markus. Der Kampf stand auf Messers Schneide. Doch der Sieger lautet Markus. Marinos gegen Volkner. Hat Marinos mehr Glück als Verstand? Wir gratulieren jedenfalls zum Sieg. Oh, Wasser ist halt übel. Adam gegen Frieda. Ein nahezu ausgeglichener Kampf. Doch gewonnen hat letztlich Adam. Normalerweise müsste Wasser auch Boden besiegen, aber... Steckst ja nicht drin. Normalerweise müsste ja auch Elektrowasser besiegen. Hier kommt Lamina, die betörende Tänzerin. Mach uns das Kaleidoskop. Kaleidoskopik. Ja. Runde 2. Lamina gegen Markus. Ich habe Pokémon viel studiert. So, ich bin die Arenaleiterin. Und du willst mich herausfordern? Bon, aber ich werde gewinnen. Das ist logisch, weil ich bin eine Arenaleiterin. Nicht pass? Ja, toller Dialektakzent. Wir sind ganz aus dem Häuschen. Lamina. Laminier mal meinen Boden. Oh Gott. Flacher geht nicht. Was machen wir gegen Traunmagil? Das ist doch Geister gewesen.
Typgeist. Ja, da kann ich kaum was machen. Der würde es auch nicht überleben, oder? Einmal darf ich Lohe Kanonade. Das ist sehr freundlich von dir. Dass ich da nochmal ordentlich Schaden machen kann. Ich fürchte, das reicht nicht. Traunmagie ist schon mächtig. Oh, wow. Guck mal. Gengar hat Schwebe. Anders als man glaubt. Mal die Bürde. So. Geistgift. Gibt es einen Grund gegen Trikefalo? Ich muss mir die Geist-Unlicht-Situation jetzt tatsächlich mal anschauen. Unlicht ist sehr effektiv auf Geist. Hat sich das schon erledigt, meine Überlegung. Dessen war ich mir nicht ganz sicher. Hier mit einem Psycho-Unlicht komme ich ein bisschen durcheinander. Ah, bitter. Dann kann ich nichts ändern. Keine Items etc. in dieser Situation. Ich muss auf das Beste hoffen. Nachtma ist übel. Funktioniert, glaube ich, ja auch nur. Nee, was macht Nachtma nochmal? Das verletzt mich jetzt immer oder so. Oh, das holt mich nicht mehr raus oder sowas. Glaube ich, eine ganz, ganz wilde Sache. Aber Trikefalo schlägt Gengar. Rotom. Elektro? Ich hab Enteron und du kommst mir mit Elektro? Ja, das soll doch den Legato wieder kaputt machen, oder nicht? Danke. Also geschenkt. Fuck! Aber scheinbar hat Rotom nichts gegen Trikefalo. Ob Rotom gegen Enteron was ausgerichtet hätte, das ist nun mal auf einem anderen Blatt Papier. Du beweist meine jämmerliche Niederlage. Du bist in Nürnberg. Runde 2 geht an Magus! Ich bin verblüfft. Du bist sehr, sehr stark. Und deine Pokémon sind auch so stark. Deine Stärke ist eine größte Wundere. Anstrengend. Aber ich kriege den Dialekt besser hin, wenn ich so beschrieben ist, als wenn ich es mir selbst überlegen müsste. Werfen wir nun einen Blick auf den Bildschirm, um zu sehen, wie sich die anderen Trainer geschlagen haben. Lamina gegen Markus, ein nahezu ausgeglichener Kampf, doch gewonnen hat letztlich Markus. In der zweiten Runde Marinus gegen Adam. Da hat Adam das Blatt aber nochmal gewenden können. Glückwunsch zum Sieg. Wirkt, das gewinnen immer die, die nachteilig sind auf der Seite. Sinnoh Arena Leiter Turnier. Welcher Trainer wird wohl gewinnen? Adam war doch der Kohletyp hier. Der Name des folgenden Trainers ist dank seiner stattlichen Siegesserie in der Umgebung von Maria City in aller Munde. Hier kommt Markus. In der Umgebung von Marias. Achso, ich bin gemeint. Achso, jetzt. Ja, ja. Sinnoh Arena Leiter Turnier. Das Finale. Der Gegner betritt nun die Arena. Der Mann mit Muskeln aus Stahl. In anderen Worten, der eiserne Adam. Keine Stahl-Pokémon, oder? Verwirr mich nicht, das ist nur so dahergesagt. Er hat Muskeln aus Stein. Adam gegen Markus. Kohle, Kohle, Kohle. Junger Trainer, du erinnerst mich an meinen Sohn Veit. Mit Jung. Ach stimmt, Veit war der Kohletypi. Oh. Mit jungen Trainern wie euch sieht die Zukunft der Pokémon gut aus. Aber noch mache ich nicht Platz für einen jüngeren Trainer. Ich bin eine wirkliche Herausforderung für dich, mein lieber junger Trainer. Adam! Mach mal nicht diesen. Eva ist am Kochen, die steht am Herd. Ich mache nur noch Spaß. Bolto, der ist wirklich Stahl. Okay, ja, das war nicht der Stahl, nicht der Kohletyp. Na gut. So, die haben natürlich alle wieder ohne Ende Robustheit. Was? Warum ist denn Feuer nicht so effektiv? Erdbeben? Bolterus? Schuckebeere. Mach mich nicht mehr Schucke, du. Was ist das für ein Tank da? Ich habe auch Tarnsteine, ist halt übel.
Aber ein vor. Stolos, das olle Koloss. Ey, ich halte nicht mehr lange durch, deswegen mach lieber Lohe Kanno. Ah, schade. Lohe Kanno, schade. So, Enteron. Denn Stolos hat auch Boden drin, wenn mich nicht alles täuscht. Mach, muss treffen mit Hydropompe, komm. Ach, Mann! Da wünscht man sich, man hätte auf Surfer gesetzt. Naja, jetzt erst recht. Wutanfall! Oh Gott! Wenn der jetzt zu Trikefado könnte, würde der den vernichten. Aber kommt er anscheinend nicht. Das ändert der Robustheit. Mann! Mach mich doch nicht so schwach. Wutanfall wäre, wenn er auch noch so aufgepowert wäre, richtig übel für Trikefado geworden. Ja, ich glaube, ich gewinne das. Ich darf mich optimistisch zeigen, aber Fullpass-Beere. Wow, so viel bringt so eine Beere, meine Fresse. Init sinkt. Er senkt seine Init, das ist aber sein Todesurteil. Selbst Robustheit würde ihm jetzt nicht mehr helfen und Surfer, höhere Genauigkeit sollte reichen, ey. Ob. Aber er greift nicht an. Das ist ein Fehler. Also ihr seht, dass ich das Ganze mit einer gesunden Portion Respekt begegne. Und das nicht grundlos. Sondern die Sache passt. Ah, meine durchtrainierten Pokémon wurden besiegt. Der Arenaleiter war in Fleetburg, ne? Das war bei der Bücherei und so. Und der Sieg geht an! Denselben wie immer! Klar. Haha, du hast es geschafft, mein hervorragendes Team zu besiegen. Ich erkenne deine Stärke an und hoffe, sie geht auch für andere junge Trainer über. Sinnoh Arena-Leiter-Turnier, das war es, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Jetzt gehen wir in die Doppelkämpfe. Gut. Herzlichen Glückwunsch, du hast folgendes Turnier gewonnen. Sinnoh Arena-Leiter-Turnier. Ausgezeichnet, Markus. Du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. Jawohl, ja. Überregionales Arena-Leiter-Turnier und Expertentypen-Turnier freigeschaltet. Ich glaube, am Expertentypen-Turnier, ich kann es aber ganz kurz auswählen, kann ich nur antreten, wenn ich nur denselben Typ habe die ganze Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe Kampf, ne? Und dann muss ich auch, darf ich hier? Nein, 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 nein. Geht nicht. So. Ich könnte mit einem Pokémon teilnehmen. Drei Pokémon sind nötig. Also das können wir gar nicht machen. Okay, kommen wir zum überregionalen Arena-Leiter-Turnier. Also einfach alle gemischt. Doppelkampf. Dreikampf ist wieder zu chaotisch. Und drei Umkampf. Finde ich nicht besonders gut. Aber wir können einmal gerne den Doppelkampf machen. Ich nutze diese Chance. Wie versprochen. Das heißt, ich kann diesmal vier auswählen, oder? Ich kann diesmal vier auswählen, Leute. Wir überlegen uns das mal. Enteron hat Surfer. Enteron hat Surfer. Wir beginnen mit Trikefado. Ne, Flammirex und Trikefado. Wir sind schon gut. Zusammen. Enteron als drittes. Aber, wen nehmen wir jetzt mit? Sibero nicht. Sibero ist leider das Schwächste. Nicht nur, dass er am wenigsten durchhält, sondern der ist auch noch mit Stärke und so. Er hat auch kein gutes Moveset. Es tut mir leid. Ich mag dich, Mann. Ich mag dich, Mann. Zudemega ist eigentlich meine Tendenz. Er hat Geist. Lichtschild ist auch und Genesung. Ui. Doch, 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 doch. Wenn, dann Zudemega. Zapdarang. Ja, nee, Zytomega nehmen wir mit. Hier entlang bitte. Vielleicht sind die Kämpfe jetzt auch tendenziell ein bisschen länger. Mal gucken. So, wen haben wir denn hier? Gegen Frieda, dann Marinus oder Hilda? Camilla, Colin, Hartwig, Mike. Okay. Endlich hebt sich der Vorhang. Überregionales Arena-Leiter-Turnier. Wir fangen an mit Eis. Und das im Doppelkampf. Ich
Ich hoffe, es ist für die Abwechslung eine gute Sache. Hier kommt Frieda, das Diamantstaubmädchen, das seinem Gegner die eine oder andere Frostbeule verpassen möchte. Sollte mal versuchen. Und eins Frieda gegen Markus. Du möchtest Frieda herausfordern? Sicher, ich warte schon lange auf einen starken Trainer wie dich. Redest du von dir selbst in der dritten Person? Was soll das denn? Na gut. Halli? Hallo. Ich überlege, die war in Sinnoh, ne? Die war oben in Blizzard. Kann das sein? Das war sie. So, ich hätte direkt einen Kandidaten, nicht? Und dann machst du erstmal Draco Meteor, weil gegen Eis wird Trickefalo eh nicht lange halten. Der soll direkt in die Vollen gehen. Um nichts etwas anzurichten. Und das mit Erfolg. Was Detje besiegt. Von einem, der absolut im Nachteil ist. Pinonto sieht aber gut aus, der Sprite, ne? Episch. Schön gezeichnet. Eishaut wirkt. Der hat durchgehalten. Was machen Sachen? Rex Blizzard, vierfach Schwäche gegen Feuer. Also Attacke, würde ich sagen. Du machst Knirscher auf Finontor. Wir haben es im Griff, Leute. Wir haben es im Griff, habe ich im Gefühl. Koako-Beere reduziert den Schaden. Aber nicht genug, um dieser Vierfachschwäche zu begegnen. Und Snibunna muss ich jetzt gegen alle vier Pokémon meiner Seite behaupten. Wird nicht leicht. Das wird ihr Durchbruch. Ich glaube, Durchbruch wäre doch sogar sehr effektiv auf Trickefalo gewesen. Was ist mit Snibunna los? Also Frieda, ich bin nicht überzeugt von dir. Also ich habe vorne ein Pokémon, das im Vorteil ist. Wow, du bist klasse, du hast mir einen Respekt verdient. Und ein Pokémon, das im Nachteil ist und trotzdem bleiben beide bis zum Schluss stehen. Runde 1 geht an Markus. Bei einem Turnier wie diesem sind harte Kämpfe vorprogrammiert. Legt ein Trainer aber trotzdem einen makellosen Sieg wie diesen hin, ist das eine wahrhaft fantastische Leistung. Wow, du bist klasse, du hast dir meinen Respekt verdient. Ich glaube, deine Konzentration und deine Willensstärke haben uns alle überrollt. Aber beim nächsten Mal werde ich mich voll konzentrieren und nicht mehr verlieren. Es wird kein nächstes Mal geben. Wie schlagen sich wohl die anderen Herausforderer? Meine Damen und Herren, richten Sie Ihren Blick nun bitte auf den Bildschirm. Eigentlich dürfen wir ja die Kämpfe sehen auf der Bühne, aber schon gut. Markus gegen Frieda. Dieser Kampf wogte hin und her, doch am Ende lautete Sieger Markus. In der ersten Runde Marinus gegen Hilda. Ein nahezu ausgeglichener Kampf, doch gewonnen hat letztlich Marinus. Wasser ist natürlich sehr schwer. Camilla gegen Colin. Da hat Colin das Blatt aber nochmal wenden können. Glückwunsch zum Sieg. Was? Wasser schlägt Elektro? Bitte? In der ersten Runde Hartwig gegen Mike. Diesen Kampf hätte auch beide gewinnen können. Doch der Sieger ist Hartwig. Kommen wir nun zum nächsten Kampf. Der Wellenbrecher, den haben wir in dieser Edition, oder? War es in der Edition? Auf jeden Fall konnte man den schon mal sehen auf der einen Route bei Avenicia. Die rauen Wellen sind sein Ring, aus trüber See hervorging. Wie er heißt, Wellenbrecher Marinus. Wer bricht die Wellen, Marinus? Wer redet nur Stuss, Marinus? Runde 2, Marinus gegen Markus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört dann uns. Los, bringen wir es hinter uns. Gegen Wasser ist halt wirklich knifflig, ne? Weil ich Feuer da drin habe und weder Elektro noch Pflanze dabei. Na, dann schauen wir doch mal. Bojeli. Das ist schwer. Das ist zu schwer, Freunde. Das ist zu schwer. Fuck! F-
versuch mal beide auf Gas runter. Da kommt der Icy. Kannst du das wegstecken, bitte? Dankeschön. Draco Meteor nicht getroffen. Einfach nur unlucky. Nee, nee. Meine beide stehen noch, aber nicht mehr lange. Die greifen auch nicht zuerst an. Ah, es ist nervtötend. Das sieht nicht gut aus. Wir kriegen unsere Niederlage hinzugefügt, ich sehe es. Da muss man kein Prophet sein. Ja, weil Gastrodon auch Boden ist. Oder hat die irgendeine Absorbergeschichte gehabt? Ja, Sturmzug. Oh Mann! Da ist nichts mehr zu holen, Freunde. Jetzt stehe ich aber da. Mit 2 gegen 4. Was war der Protzer? Hat Eisstrahlbojelin Gastrodon vernichten. Nein, oh Mann. Wir haben verloren. Muss man mal erkennen, wenn es so ist. Und ich würde sagen, verdient. Verdient verloren. So. Ice Heap ist noch nicht mal spezial. Also auch Lichtschild gedodged. Na gut. Verdient. Verloren. Immer noch 3 gegen 1. Wellenbrecher Marinus hat uns gebrochen. Mit Wut im Bauch anscheinend. Ich bin in den sicheren Hafen des Siegs eingesegelt, aber ich will mehr. Ich will nochmal und nochmal kämpfen. So siehst du aus. Runde 2 geht an Marinus. Das steht im Finale. Was bringt es einem schon, seinen Gegner zu Boden zu ringen? Ein klein bisschen Stolz vielleicht. Aber wenn man alles aus seinem Gegner rauskitzelt und dann gewinnt, haben sich beide gegenseitig zu neuen Höchstleistungen angetrieben. Wir haben auch so viel Wasser immer dabei. Vielleicht nehme ich doch mal lieber Zaplerang mit. Trostpreis, Alter. Das will ich nicht. Ich starte doch mit Zaplerang. Leute. Ich nehme diesmal Zaplerang mit. Ja gut, es gibt nicht nur Rückenwind im Leben, es gibt auch mal Gegenwind. Jetzt erstmal gegen Hartwig, dann Falk, Volkner, Camilla, Norman, Hilda, Colin. Das ist interessant. Da habt ihr ein bisschen mehr zu sehen, ne? Ich will ja auch, dass ihr Content bekommt. Und was zu gucken und alle Aspekte beleuchtet bekommt. Hartwig ist kein Freund der großen Worte. Er lässt lieber seine Fäuste sprechen. Natürlich kommt jetzt ein Kampfarena-Leiter. Ich habe ja auch das Psycho-Pokémon rausgenommen. Das macht ja Sinn. Ich will ja nicht angeben, aber ich bin wirklich ein harter Brocken. Ja, das bist du. Das bist du wirklich. Quappo? Capoeira. Ich habe Kadabra gelesen. Das wäre... Aber das mit Quappo gefällt Zaplerang jetzt wieder. Okay, ich übernehme den linken, du den rechten. Alles klar. Ich kann Erdbeben einsetzen, ohne Probleme. Weil Zaplerang kann nicht getroffen werden. Donnerschlag auf Quappo.
Das ist natürlich auch eine Taktik. Warum habe ich die noch nicht bedacht? Kaskade? Ja, Mai. Warum macht er auf Zappler an Kaskade? So, das ist doch mal schön. Das ist doch eine Kombi. Er ist wirklich gar nicht so viel gebracht wie erwartet, aber trotzdem ein guter Vorteil hätte. Boah, was? Brocken, Alter. Brocken. Gerade nochmal, hätte ich gesagt. Donnerschlag. Belebt ihr doch, oder? Sehr, sehr gut. Dass Capoeira da nicht mehr Schaden bekommt, wundert mich. Generell kommt nur langsam in Schwung der Kampf. Bleib weiter dabei. Bleib weiter dran. Zapplachen wird nicht mehr sehr lange durchhalten. Stromstoß. Das ist alles, was euch einfällt. Als ob der immer noch steht. Was ist denn mit dem Capoeira los? Nochmal. Ah, gleich fällt einer. Das ist abzusehen. Steinkante. Ja, gut. Aber trotzdem. Vielleicht kriege ich beide runter. Nee. Die sind aber auch... Was sind das für Abwehrmonster diesmal? Nocturne. Kriegen wir gewuppt. Diesmal machst du lieber einen sicheren Flammenwurf auf Machomai und Psychokinese auf Nocturne. Bei aller Liebe. Ableithieb. Na gut, man kann ja aber schon mal mit einer breiten Schulterweite den Kampf bestreiten. Es ist 2 gegen 2, wenn man ehrlich ist, ne? Und Trickgefardo ist natürlich gefährdet. Steinkante auf ihn. Muss schon sagen, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die alle so eine heftige Verteidigung haben. Dass sie so lange durchhalten in dem Kampf. Und wir uns richtig bemühen, sie niederzuringen. Ja, möglichst sichere Bank spielen hier. Okay, aber Hartwig haben wir gewuppt. Der war eher schwach in Johto, aber hier... Ich geb's auf, du gewinnst! Runde 1 geht an den Markus. Das nennt man wohl wahre Stärke. Ein fantastischer Sieg mit 2 Pokémon in der Reserve. Oh, wie konnte das bloß passieren? Du hast gewonnen. Es kommt immer so ein Satz wegen dem Doppelkampf. Schon gewundert, warum vorhin. Wie schlagen sich wohl die anderen Herausforderer? Meine Damen und Herren, richten Sie Ihren Blick nun bitte auf den Bildschirm. In der ersten Runde Markus gegen Hartwig. Das war ein Aufeinanderprellen zweier Egos. Doch der Sieger lautet Markus. In der ersten Runde Falk gegen Volkner. Eigentlich müsste Volkner das gewinnen. Auch wenn es eng wird, bewahrt Falk die Ruhe. Dieser Sieg ist wohl verdient. Was? Das ist ja verrückt. Ich weiß, es ist komplett gewürfelt. Komplett random generiert, aber naja. Camilla gegen Norman. Ein nahezu ausgeglichener Kampf, doch gewonnen hat letztlich Norman. In der ersten Runde Hilda gegen Colin. Der Kampf wogte hin und her, doch am Ende lautete der Sieger Hilda. Nochmal Kampf. Ja, okay, erstmal Flug. Diesmal ist Falk dabei, wird er diesmal auch Taubsies dabei haben, ist die Frage. Tauboss vermutlich. Aus schwindelnden Höhen kommt er zu uns herab. Falk ist ein Meister der Flug-Pokémon und verkörpert Eleganz bis in die Flügelspitzen. Runde 2, Falk gegen Markus. Wenn du erstmal siehst, wie anmutig meine Flug-Pokémon durch die Lüfte gleiten, weißt du, was wahre Größe ist, auf dass sie immer eine ordentliche Prise unter den Flügeln haben.
auf meinen Chicken Wings. Erster Arenaleiter in Johto. Beim Knofenserturm in Viola City, ne? Tatsächlich Taubos dabei. Und Kramchef. Ist Kramchef nicht undicht? Ich hab Zapplerang. Gar nicht mehr dran gedacht, ich hab Zapplerang dabei. Ja, hier bringt der Erdbeben-Move jetzt nicht mehr so viel. Und generell bin ich mit meinem Kampftyp unterlegen. Einfach nur unterlegen. Ja, auf beide, machen wir mal auf denselben. Ne, um sicher zu gehen, dass einer down geht. Das ist mir tatsächlich wichtig. Ja, es geht auf jeden Fall einer down. Das ist schon mal... Das ist wenigstens gesichert. Doppelteam, bitte mach nicht sowas. Mach mir nicht schwach, du. Okay, das ist wenigstens down. Beide haben noch drei Pokémon. Enteron hat Eisstrahl, das wollen wir nicht vergessen. Aerodactyl. Das ist aber auch Gestein. Mit anderen Worten, da kann Enteron auch anders ran. Ach, Hydropumpe. Du versuchst ihn jetzt zu treffen, bevor er noch mehr Doppelteam macht. Wer macht Erdbeben? Der trifft doch zwei gar nicht. Der trifft nur Enteron. Angieberei. Erhöht den Angriff stark. Jetzt musst du aber auch treffen. Bitte. Ja, guck mal, Hydropumpe trifft nicht. Und er trifft auch nicht. Ja, wenn das nicht dumm ist. So, wieder Erdbeben. Es hat nicht so einen krassen Effekt. Also, ich weiß, der macht die Taktik nach dem Motto, hoho, ich hab sonst nur andere Pokémon, dies, das. Auch er jetzt verwirrt, das ist ja richtig belastend. Könnt ihr bitte trotzdem treffen? Ey, das ist doch nicht wahr, Freunde. Ja, aber da kann man doch nichts machen, Freunde. Da kann man ja nichts machen. Ich meine, Taubos hat ja auch Doppelteam einmal gemacht. Das ist auch ein Grund, warum er nicht getroffen hat eben. Okay, beide haben noch... zwei Pokémon. Moment, bin ich verwirrt. Ich hab noch drei. Nur noch drei. Hat Eisstrahl. Der fühlt sich so schlau mit seinem Erdbeben. Der macht nichts anderes. Es ist ja auch schlau, aber... als ob er das nicht sehen würde. Tut er auch nicht, ne? Ich hab noch Trikefalo. Alles im Griff, Leute. Alles im Griff. Das ist doch schön, was hier passiert. Ich finde, das kann man schon mal so machen. Das ist doch die Essenz eines Doppelkampfes, was wir hier sehen, oder? Draco Meteor! Überlebt. Aber ich darf auch nochmal. Tschüss! Aber good job, Falk! Hat nicht nur ein Taubsi. Na gut, dann werde ich eben heldenhaft zu Boden gehen. Na, geh mal. Geh mit Gott, aber geh. Runde 2 geht an Magos. Das nennt man wohl wahre Stärke. Ein fantastischer Sieg mit zwei Pokémon in der Reserve. Tja, ich habe verloren. Das kann ich nicht leugnen. Du bist aber auch wirklich stark. Das muss man dir lassen. Ich werde noch härter trainieren, um der größte Vogelfänger aller Zeiten zu werden. Das bist du, denke ich. Ich denke schon. Die Trainerklasse. Nicht zu toppen. Na, jetzt die Frage. Hilda wäre ein bisschen schwieriger, glaube ich. Man steckt nicht drin. Diesen Kampf hätten auch beide gewinnen können. Doch der Sieger ist Markus. Norman gegen Hilda. Dieser Kampf wogte hin und her, doch am Ende lautete Sieger Hilda. Oh nee. Welcher Trainer wird wohl gewinnen? Der Name des folgenden Trainers ist dank seiner stattlichen Siegesserie in der Umgebung von Maria City in aller Munde. Hier kommt Magus. Häng dich rein. Raun, raun.
Das Finale. Der Gegner betritt nun die Arena. Jetzt hätte ich gern Zytomega dabei. Hilda, das barfüßige Kampfgenie. Zeig uns deine neuesten Attacken. Ja, sie wirkt so schwächlich, aber ich habe Respekt. Ich habe einen gesunden Respekt. Mal sehen, was sie hat. Hariyama und so, ne? Schön, dich kennenzulernen. Ich weiß nicht genau, wie es ist, stark zu sein, aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann. Oh, Dingo. Lucario und Lucario? Das ist schon mal nett. Steckte Kampf mit drinne. Psycho-Klinge, richtig übel. Oh, ich wollte schon sagen, bitte bleib doch stehen, bitte bleib doch stehen. Das ist so entscheidend. Glaubt ihr gar nicht. Er macht Schwertanz. Und er bleibt auch stehen. So ein Mist. Fokusgurt. Der wird nicht mehr zum Zuge kommen, fürchte ich. Erhöht die Priorität. Naja. Weiterhin sehr ausgeglichener Kampf, wenn man so möchte. Was? Volltreffer. Ist doch nicht dein Ernst jetzt. Trick Gefahr aus dem Nachteil. Aber ich setze auf Anton Surfer vielleicht. Ich werde ein bisschen nervös. Ich kriege wirklich ein bisschen die Pumpe gerade. Erdbeben. Solange es irgendwie möglich ist. Er finisht ihn, ja, so hupp wie geduckt. Keine Wirkung wegen Unlicht. Ah, wir sind zwar... Ja. Letzten beiden Gegner. Meditalis und Toxiquack. Als ob. Warum? Ableithieb. Schade. Zu schade. Zu schade, Leute. Zu schade. Wenn jetzt Toxiquack nochmal verfehlt hätte, hätten wir eine Chance gehabt. Danke, ich habe viel daraus gelernt. Jetzt ist die... Ja. Respekt. War aber sehr sehenswert, ich finde schon. Ich finde, es war sehr sehenswert. Da hilft nichts, da müssen wir nochmal ran, Leute. Aber super interessante Kämpfe. Oder? Ist auch wirklich wahr. Gut, gerade nochmal von vorne. Aber
Aber ich beginne mal mit ihm und Zaplarang. Damit ich erstmal mit Erdbeben loslege. Doch, doch. Ich halte das für eine gute Sache. Zumal Trigefalo eher ein Allrounder ist. Mike, Sabrina, Rocco, Arti, Norman, Volkner, Sandro. Das ist interessant. Ja, ich unterschätze jetzt hier niemanden mehr. Darf ich Sie nun um einen donnernden Applaus für Mike bitten, den Feuerteufel aus den Reihen des Tripeltrubels. Ich glaube, gegen den konnten wir gar nicht kämpfen, ne? Ein ersetzter Arenaleiter aus Schwarz-Weiß 1. Ich, Mike, bin also dein Gegner. Gleich wird's brenzlig für dich. Das werden wir doch wohl noch sehen. Na, eigentlich sollte ich gegen Feuer ganz gut gerüstet sein, möchte ich meinen. Er muss auch auf die Affen vertrauen, aber Arcani ist natürlich. Könnte Sorgenfalten bereiten. Nehmen wir in der Situation einfach schon mal Erdbeben. Er beginnt mit Hitzekoller. Na klar. Wow. Natürlich. Es wird keinen von beiden annähernd besiegen. Gut. Enteron aufheben. Die Frage ist, was können wir jetzt tun? Draco Meteor wäre noch zu krass. Ich würde sagen, du gehst auf Grill Cheetah und du gehst mit Hammerarm auf Arcani. Akrobatik. Scheibenkleister. Das tut natürlich sehr weh. Er hat zum Glück über den Drachenpuls. Das tut auch weh. Bleibst du? Es ist umkämpft, Leute. Es ist umkämpft. Okay, okay, das ist gut. Fürs Selbstvertrauen. 3 gegen 2 jetzt also. Furnifras und Flampinjan. Wollen wir doch mal weitersehen. Draco Meteor jetzt. Na gut. Aber kannst du Draco Meteor einsetzen? Yes! Alles klar. Und dann haben wir noch Enteron. Ah, das tut sogar weh. Aber unter normalen Umständen ist das mein Sieg. Was ist schon noch normal? Frage. Ich mach lieber Hydropumpe. Das Risiko der Genauigkeit, aber er hat Fokusgurt. Hat Fokusgurt. Der letzte Strohhalm, an den er sich festhält. Aber bringt leider auch nichts mehr. Verflixt, jetzt bin ich bloß noch ein Häuflein Asche. So wie Ash. Das nennt man wohl wahre Stärke. Ein fantastischer Sieg mit einem Pokémon in der Reserve. Na ja, geht. Wow, du bist ja echt eine Wucht. Aber zu einem guten Kampf gehören auch immer zwei, nicht? Also ich habe mir wohl auch ein gehöriges Lob verdient. Lob? Ja. Aber so wie du das jetzt sagst. Wie schlagen sich wohl die anderen Herausforderer? Meine Damen und Herren, richten Sie Ihren Blick nun bitte auf den Bildschirm. In der ersten Runde Rocco gegen Sabrina. Ein nahezu ausgeglichener Kampf, doch gewonnen hat letztendlich Sabrina. Das ist wild. Markus gegen Mike, der Sieger ist Markus. Arti gegen Norman, der Sieger ist Norman. Das ist interessant. Volkner gegen Sandro, da gewinnt Volkner. Brüder im Geiste. Jetzt kommt die Psycho-Tante. Sie ist die Meisterin der Psycho-Pokémon. Applaus für Sabrina. Ich habe übrigens gesagt, die Arenaleiterin Janina wäre aus Saffronia City.
Das ist natürlich falsch. Janina ist in Fuxania City. Safronia City ist nämlich sie. Ich wusste, dass ich gegen dich kämpfen würde. Ich hatte vor 3 Jahren eine Vision, die mir deine Ankunft ankündigte. So ist es eben mit uns Psychotrainern. Willst du trotzdem mit mir kämpfen? Ja, deine verbogenen Löffel und so. Alter Simsala. Dran denke. Muss ich noch ein bisschen mich zusammenreißen hier. Das könnte ein heißes Tänzchen werden. Symbolara. Okay, da brauche ich gar kein Erdbeben machen. Warte mal. Viel besser. Knirscher auf Simsala. Donnerschlag auf Symbolara. Fokusstoß. Sehr effektiv, sehr sinnvoll gegen Trikefano. Die Frage ist, kann er das wegstecken? Ja. Okay, Lichtschild, aber wir greifen ja physisch an und nicht spezial. Was ist hier los, Leute? Da gibt er den Löffel ab. Sehr gut. Okay, 4 gegen 2. Wenn gleich Trikefalo nicht mehr lange durchhält. Alter, Metacross, ne? Gut, Psyana habe ich jetzt nicht unbedingt erwartet. Draco, Meteor auf Psyana. Hier machst du mal Donnerwelle auf Metacross. Natürlich machen die Ampel. Natürlich haben die Käfer. Den jetzt auszuwischen. Beide haben Ampelleuchte eingesetzt für Trikefalo. So. Enteron, sag mal. Was machen wir jetzt Hübsches? Wen konzentrieren wir uns? Psyana, wenn es möglich ist. Gedankengut. Alter, wie viel das ausmacht. Gott sei Dank ist die weg. So, und jetzt 3 gegen Metacross. Der paralysiert es, aber den beeindruckt das bisher nicht. Auch Knirscher ist gar nicht so effektiv. Okay, nimm noch Flambirex. Und Seite an Seite gemeinsam müsst ihr das wuppen. Das wird. Das wird. Souverän, souverän. Ein guter Kampf. Kann es sein, sollte sich mein 6. Sinn etwa geirrt haben? Geh bloß weg. Runde 2 geht an Markus. Das nennt man wohl wahre Stärke. Ein fantastischer Sieg mit 2 Pokémon in der Reserve. Diese Stärke. In meiner Vision warst du viel schwächlicher. Anscheinend kann nicht einmal ich die Zukunft vollständig vorhersehen. Das bedeutet wohl, dass deine Fähigkeiten meine übersteigen. Finale. Wer war noch drin? Norman und Volkner. Der Sieger lautet am Ende Norman. Yo, das ist eine interessante Story. Ich meine, Aoki ist mein Lieblings-Normal-Arena-Leiter geworden. Aber Norman ist natürlich eine krasse Geschichte, ist der Vater des Protagonisten in Rubin Saphir. Smaragd, Omega Rubin, Alpha Saphir. Ein Mann, der nach Stärke strebt. Zeig's uns, Norman! Ja. Das Finale, Norman gegen Markus. Versus. Ich habe vielleicht gegen mein Kind verloren, aber gegen dich verliere ich nicht, mein Kind. Was? Ich werde als Trainer alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Ich bin nicht dein Kind. Oder obwohl, ich bin dieselbe Person, die damals dein Kind gespielt hat. Vielleicht bin ich ja doch. Letterking ist natürlich sein Signature-Pokémon.
astronomische Werte, faulenzt manchmal, aber nichtsdestotrotz. Das ist schon mal übel. Warte. Nehme ich doch erstmal Ambidiffel aus dem Spiel. Mogelhieb, Normaljuwel. Um Gottes Willen, ja, Gigastoß. Boah! Nach Gigastoß ist doch eine Runde aussetzen, ne? Ach, der dodgt das Faulenzen sogar. Der dodgt das Faulenzen sogar. Indem er eine wirklich starke Attacke dafür einsetzt, wisst ihr? Ambidiffel ist kein großer Gegner. Oh, wer kommt als nächstes? Ich weiß es nicht. Staraptor. Oh, das ist gut. Boah, ich habe Enteron gewählt und nicht Flambirex. Freunde. Flug auf Kampf hätte wehgetan, aber ich habe Eisstrahl. Das ist ein sehr interessanter Kampf. Hätte ich Zapplerang noch, ne? Eisstrahl auf Staraptor. Na, Kampf richtig übel. Hält er das aus? Komm schon, ist nicht Step. Zu bitter. Dass Trikefado damit einmal weggenockt wird. Later King kann nicht. Staraptor ist raus. So, Flambirex. Kronjuwild ist Pflanze. Leute, Leute, Leute. Ich sehe eine reelle Chance. Das Problem, was ich hier habe. Das Problem, was ich habe und sehe, ich muss ihn einfrieren. Der ist zu mächtig. Der greift nicht mehr an. Der Lethal King ist immer noch zu mächtig. Gigastoß abgewehrt. Hat nicht getroffen. Muss er trotzdem aussetzen? Kronjuwild besiegt. So, zwei gegen Lethal King. Und er kann nur einen finishen. Oh, was bringt mehr? Der Hammerarm, der ist sehr effektiv. Ich nehme den Hammerarm. Und Hydropumpe. Schnarschnase wirkt, faulenzt. Okay, let's go. Also gut, er hat nicht aussetzen wegen der Attacke. Jawohl. Was für ein geiler Kampf. Oh mein Gott, ich kann es nicht. Ich kann es nicht glauben. Ich habe gegen dich verloren. Ja, mein Vater. Oh, Daddy. Und der Sieg geht an Markus. Ihr habt schon mal von mir gehört, wa? Ich stelle mich dem Turnier und werde mein Training verdoppeln. Als Trainer lässt es mir keine Ruhe. Ich möchte irgendwann gegen dich gewinnen. Überregionales Arenaleiter-Turnier. Das war es, liebes Publikum. Freuen Sie sich schon auf das nächste spannende Turnier. Puh, also das war... Letzter Kampf, der es in sich gab. Was zur Hölle. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Turnier gewonnen. Überregionales Arenaleiter-Turnier. Ausgezeichnet, Markus. Du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. 7, Bruder. Das hätte ich ja fast vergessen. Wenn du noch 9-mal das überregionale Arena-Leiter-Turnier gewinnst, kannst du am Champ-Turnier teilnehmen. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. 9-mal. Ich werde offscreen das überregionale Arena-Leiter-Turnier insgesamt 10-mal schaffen. Nee, offscreen 9-mal. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit dem Champ-Turnier, wo die Champs aller Regionen in einem Turnier gegeneinander antreten. Aber wie das noch von der Spannung getoppt werden kann, finden wir beim nächsten Mal heraus. Nicht verpassen, Like da lassen, Däumchen wären Träumchen. Bis dann und ciao.